bei Zimmer, Küche, Bad. Wie wohnen wir und was ist es uns wert? Der Podcast über Immobilien und Wohntrends zwischen Stadt und Land. Mit Wissenschaftsredakteurin Celine Lauer und Wirtschaftsjournalist Michael Fabricius. Hallo und herzlich willkommen. Liebes Publikum, liebe Zuschauerinnen und liebe Hörer, ich begrüße Sie und euch ganz herzlich zu einer Folge von Zwei Zimmer Küche Bad. Und zwar zu einer ganz besonderen Folge, denn heute ist tatsächlich fast alles anders. Wir haben unser kuscheliges Aufnahmestudio gegen die große Bühne hier getauscht und wir sind zu Gast bei der Better Future Konferenz von Welt am Sonntag. Und als wären das noch nicht genug Premieren, Michael, haben wir uns auch noch Besuch mitgebracht. Ja, richtig. Wir haben das erste Mal einen Gast und was für einen, würde ich mal sagen. Bei uns ist heute Rolf Buch, Vorstandsvorsitzender der Vonovia SE. Herzlich willkommen nochmal. Danke, dass Sie da sind. Vonovia, weiterhin Deutschlands und auch Europas größter Wohnungskonzern mit 576.000 Wohnungen im eigenen Bestand. Noch kommen noch welche dazu, etliche 10.000, die verwaltet werden. Und ja, entsprechend groß sind die Aufgaben, sowohl was Bestand als auch Neubau angeht. Beim Thema Nachhaltigkeit ist da viel zu tun. Wir reden deshalb zunächst über die Platzfragen, die sich aktuell stellen. Im Grunde genommen über die Verteilungsfragen beim Wohnraum. Wir reden über Stadt- und Wohnquartiere der Zukunft, wie die so aussehen, was sie vielleicht auch gerade so bauen. Über die Energiewende im Gebäudesektor reden wir auch kurz. Celine mag immer nicht so gerne, wenn ich Gebäudesektor sage. Ja, das ist ein fürchterlich technischer Begriff, aber jetzt habe ich es trotzdem gesagt. Gebäudesektor. Und und vielleicht bleibt noch Zeit, ganz kurz über den Vonovia-Konzern zu sprechen. Sie haben gerade die Bilanz vorgelegt vor 3 Wochen, die auch ganz interessant war. Mal gucken. So, ja. Celine, jetzt kommen wir aber erstmal zu deinem Hauptthema. Mein Disclaimer erstmal, also bevor wir anfangen, noch ein Hinweis für unseren Publikumssektor hier vor Ort. Wenn Sie etwas von Rolf Buch wissen möchten, dann freuen wir uns natürlich sehr über Ihren Beitrag. Bitte merken Sie sich Ihre Frage bis zum Schluss unseres Gesprächs, dann reichen wir ein paar Mikrofone rum. Herr Buch, auch von mir, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich würde als erstes gerne mit Ihnen über das Platzproblem reden. Also wir kennen das, viele Städte platzen aus allen Nähten, junge Familien finden kein größeres Zuhause mehr. Und auf der anderen Seite haben wir gerade ältere Menschen, die in Wohnungen oder auch in Familienhäusern leben, die eigentlich längst zu groß für sie geworden sind. Was macht dieses Verteilungsproblem mit dem Wohnungsmarkt und wie geht Vonovia damit um? Ja, ich glaube, also erstmal, wenn ich hier aus dem Fenster rausschaue, Berlin hat noch viel Platz, man könnte noch einiges bauen, aber das zur Seite. Das Problem ist, dass der Markt halt im Moment nicht richtig gut funktioniert und diesen Austausch nicht hat. Das ist relativ simpel. Die Wohnungen, wo die ältere Dame, hauptsächlich sind es ja ältere Damen und manchmal auch ältere Herren, die alleine in einer zu groß gewordenen Wohnung leben. Die Wohnung ist halt eben, weil sie alt Mietvertrag hat, noch sehr günstig. Und deswegen ist es halt eben nicht so leicht, die Wohnung zu wechseln. Wir erleben das hier auch in einem Quartier in Berlin natürlich auch, das erleben wir überall, dass natürlich auch ein älterer Mensch nicht unbedingt wechselt aus seinem Kiez. Also das heißt, da kann ich nicht sagen, ich gehe jetzt in den Nachbarkiez, ne? Das ist auch nicht gut, ne? Und deswegen ist es dann auch immer ein bisschen mühsam, dass man halt eine kleinere Wohnung im gleichen Kiez braucht. Idealer typisch im gleichen Gebäude, das ist nahezu unmöglich, aber im gleichen Kiez. Und wir haben hier in Berlin eine tolle Anwendung. Da haben wir historisch 2 Hochhäuser in diesen normalen 4-geschossigen Spendern und da gibt es 2 Hochhäuser. Und diese Hochhäuser waren ursprünglich mal gebaut als relativ viele Einzimmerwohnungen. Und die hatte man dann vorübergehend mal zu Mehrzimmerwohnungen gebaut und wir bauen die jetzt gerade zurück zu Einzimmerwohnungen, allerdings so, dass sie sozusagen bewusst gebaut sind auf ältere Leute, also barrierefrei, aber halt eben auch so. Und der Vorteil ist, diese Häuser haben logischerweise einen Aufzug und unten drin sind die Johanniter. Und das funktioniert gut, also die Johanniter gehen im Endeffekt in der Siedlung zu den älteren Leuten und sagen, es gibt eine neue Lösung für euch, ein bisschen kleiner, aber viel besser. Und das Argument zum Beispiel zu sagen, wenn dir dann irgendwann mal schlecht geht, dann sitzt da unten einer, der kommt dann sofort hoch und hilft dir. Das ist ein wirklicher Nutzwert. Sind die Wohnungen denn teurer? Nee, die sind natürlich dann in Summe tendenziell billiger. Pro Quadratmeter sind sie teurer. Okay, aber insgesamt ist die Belastung der Haushalte nicht höher? Ich glaube nicht, dass es tatsächlich dieses Preisbelastungsproblem bei den großen Wohnungen gibt, sondern mehr die Gewohnheit. Weil die alten Mietverträge sind ja auch alle günstig. Es geht um die Gewohnheit und letztlich um das sich ändern und wechseln wollen. Mhm.
Haben Sie noch andere Modelle, sowas wie eine Tauschbörse, tausche groß gegen klein für gleiches Geld? Auch das versuchen wir, das sind wir nicht die Einzigen, versuchen ja alle, auch die kommunalen Wohnungsunternehmen, das ist sogar in den Bündnisverbunden hier in Berlin so vorgesehen. Es ist halt eben schwierig zu organisieren. Also genau aus dem Grund heraus, ich kann nicht tauschen mit einem Kiez mit dem nächsten. Die Leute wollen vor Ort. Was ich gut verstehen kann. Ne? Mhm. Also ich habe meine Freunde um mich herum, habe mit denen vielleicht zusammen Kinder aufgezogen, Familien aufgezogen. Nach 30 Jahren wollen sie dann nicht auf einmal die Hausgemeinschaft verlassen. Das ist um die Ecke. Ja, aber es geht einfach darum, ich habe ja Freunde. Man baut ja Freunde auf in den 30 Jahren, in denen man in so einer Siedlung wohnt. Die Deutschen wohnen ja sehr lange in den Wohnungen. Und insofern ist es, glaube ich, auch verständlich, dass man da nicht wegziehen möchte. Problem ist natürlich auch trotzdem der Preisanstieg. Ne? Also meistens würde ich ja, wenn ich wechsle, bei der nächsten Wohnung mehr Geld bezahlen müssen als bei der bisherigen. Also das ist einfach ökonomisch vielleicht auch nicht so attraktiv aus Mietersicht. Ne? Ja, das Problem ist halt eben, dass die hohe Differenzierung zwischen Neuvertragsmieten und Bestandsmieten dazu führen, dass die Märkte nicht mehr ihre Funktion erfüllen. Was passiert, also das ist jetzt im Bestand, da bauen Sie um, da wo es geht, da machen Sie die Dienstleistungen, da wo es geht. Was sehen Sie da, was im Neubau passiert? Also werden da die Wohnungen eigentlich tendenziell auch irgendwie kleiner? Also wenn jetzt früher eine Standard-Einzimmer- oder Zweizimmerwohnung gebaut wurde, Zweizimmer-Küche-Badwohnung, ist die jetzt früher 60 Quadratmeter groß gewesen und jetzt wird die, wenn die neu gebaut wird, nur noch 45? Ja, also heute ist es so, dass man ja sehr viel mehr zum Beispiel mit bodentiefen Fenstern baut. Und dann kann man ein paar Quadratmeter bauen, obwohl der Eindruck in dem Raum das gleiche ist. Also durch sehr intelligente Architektur schaffe ich so ein paar Quadratmeter zu sparen, selbst wenn ich dann noch die gleiche Anzahl Zimmer habe. Ich mache die Zimmer ein bisschen kleiner. Ich glaube, wir alle wenden heute sehr viel mehr Zeit auf, um die Grundrisse sauber hinzukriegen, damit sie sehr funktional sind. Und natürlich, es gibt viele Einzimmerwohnungen. Auch das gibt es. Die haben allerdings eine deutlich höhere Fluktuation. Das ist ein bisschen andere Anforderungen. Das sind dann oft für die Leute, die in einer Stadt wohnen, als Zweitwohnung. Aber wir brauchen auch Wohnungen für große Familien. Also ich glaube, dieser Misch an Wohnungen ist gut. Und was wichtig ist, dass sie diesen Misch auch in einem Hausflur haben. Also wir kommen ja über das Thema Hausflur. Das sind ja nicht so ein Block, sondern es geht ja um den einen Flur. Und der muss gut durchmischt sein, weil er eine stabile soziale Komposition braucht. Ich habe noch eine Frage, ist die noch zu diesem Thema, um da zu bleiben. Brauchen wir jetzt eigentlich den Staat als Regulator, um irgendwie den Flächenverbrauch pro Kopf, und um die Diskussion geht es ja hier, um den irgendwie zu optimieren? Weil wir hatten jetzt ja, Anfang des Jahres gab es ja nochmal den Vorwurf an die Älteren, die wohnen alle in den großen Einfamilienhäusern und verbrauchen so viel Platz. Und dann kam eine Idee auf, der Staat müsste eine Alleinwohnsteuer einführen, um diesen schrecklichen Flächenverbrauch ja per Zwang zu reduzieren. Ja gut, das ist ja fast eine Frage von genereller Haltung. Ne? Will ich, dass der Staat mir alles vorschreibt, oder will ich halt eben ein gewisses Freiheitsniveau? Ich würde das für mich beantworten. Ich würde ungern vom Staat vorgeschrieben bekommen, wie ich zu wohnen habe. Dass es sicher eine Steuerungswirkung über Preise und Abgaben und alles Mögliche gibt, das ist richtig. Aber das ist ein Gesellschaftsmodell, das hat nicht so sehr viel mit Wohnungen zu tun. Der Hinweis sei mir erlaubt, dass in Teilen dieser Stadt, wir sitzen ja hier an der Grenze, an der ehemaligen Grenze, in einen Teilen der Stadt, die Zwangsbewirtschaftung von Wohnraum nicht so gut funktioniert hat. Ja, das kann man Apropos sagen. Zwangsbewirtschaftung, da würde mich noch interessieren, wie stehen Sie denn zu neuen Wohnformen? Es ist ja momentan sehr en vogue, so über Micro-Apartments zu sprechen. Und dann haben die Bewohner mehr Gemeinschaftsflächen, die sie sich teilen, also die Küche, die Dachterrasse. Sehen Sie das als Modell der Zukunft? Das ist sicher auch ein Modell der Zukunft. Übrigens in anderen Ländern, zum Beispiel in Amerika, deutlich häufiger der Fall. Das ist sicher ein Modell, aber es ist nicht das allumfassende Modell. Ich glaube, wir werden unterschiedlich anbieten müssen. Also kleine Wohnungen dann mit mehr Gemeinschaftsflächen. Sicher auch ein Produkt, wo die Quadratmeter sehr, sehr teuer sind. Da ist das letztlich dann noch ein ökonomisches Thema. Aber wir sehen dann immer Riesenbedarf in den ganz normalen, traditionellen Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen. Mhm. Ein weiterer großer Aufgabenberg jetzt auch im Bestand liegt ja vor uns, was die Energieversorgung angeht. Strom vom Dach, Wärme aus der Leitung. Wir haben schon oft, Herr Buch, gesprochen über die berühmte Wärmepumpe. Wir haben viel darüber geschrieben. Wie gehen Sie mit der Energiewende im Gebäudesektor um? Was machen Sie bei Vonovia, damit die Bestände möglichst schnell grün versorgt werden?
Also, das ist ja so, dass Sie de facto, bevor Sie über die Heizungstechnik in einem Gebäude sprechen, müssen Sie ja einmal das Gebäude auf irgendwie auf so einen C-Standard, also die Energieklasse C bringen, weil wenn Sie in dieses schlechten Gebäude nur einfach eine Wärmepumpe reinknallen, dann wird das sehr, sehr teuer, weil die Wärmepumpe dann sehr groß ausgelegt werden muss. Wenn Sie das gemacht haben, gibt es im Endeffekt aus unserer Sicht nur noch zwei Alternativen, Fernwärme und Wärmepumpe. Mhm. Und das ergibt sich daraus, also wir hatten früher mal das Thema, dass wir für jede unserer Siedlung das selber individuell entscheiden. De facto haben wir jetzt entschieden, überall da, wo Fernwärme liegt, gehen wir an die Fernwärme, weil das ist einfach das vernünftigere Verfahren. Mhm. Und da, wo keine Fernwärme liegt und wo auch keine Fernwärme hingebaut wird, müssen wir Wärmepumpen verbauen. Und das war jetzt interessant. Sie sagen so ein bisschen als Zielmarke oder klassische Marke ist Gebäudetyp, also die Energieeffizienzklasse C. Ungefähr. Also wenn Sie jetzt ein F-Gebäude mit einer Wärmepumpe ausstatten, wird das sehr, sehr teuer und auch sehr ineffizient. Und in Mehrfamilienhäusern haben Sie das ja auch schon gemacht. Ich glaube in Dortmund beispielsweise, da haben Sie Wärmepumpen ja bereits eingebaut, angemeldet. Eine der Ängste besteht dann ja auch auf Mieterseite mitunter darin, dass dann der Strompreis exorbitant wird. Aber es gibt ja auch noch andere Dinge, die so semi-gut funktionieren. Genau. Also Sie haben recht. Also erstmal ist das Thema Wärmepumpe in Mehrfamilienhäusern noch relativ unerforscht. Also die Wärmepumpe ist gut erforscht fürs Einfamilienhaus. Fürs Mehrfamilienhaus ist einfach die Kapazität mehr. Wir haben jetzt angefangen, mehrere Wärmepumpen hintereinander zu stellen, damit dann die Leistung kommt. Teilweise haben sie die Thematik, dass sie, wenn sie zum Beispiel Häuser aufgestockt haben, dass sie andere Energieklassen in der obersten Etage haben als in den Etagen darunter. Das lösen sie dann so, dass sie nochmal kleine Wärmepumpen vor die Wohnung stellen, die dann sozusagen aus dem Niedrigtemperaturbereich 40 Grad für die Wohnung dann irgendwie Vorlauftemperatur 60 Grad. Die brummen dann so vor sich hin. Ja, die hört man ja nicht, die sieht man ja, also die hört man und sieht man nicht, die sind ja klein, nur die sind halt im Endeffekt, löst man das. Also es ist relativ viel Technik da. Ja, und dann ist es, glaube ich, so, dass man das von Ihnen angesprochene Thema nach dem Strompreis kann man dadurch lösen, indem man Photovoltaik auf die Dächer macht. Also wir bauen so oder so auf jedes Dach, auf jeden Parkplatz, den wir zur Verfügung haben, in den nächsten Jahren Photovoltaik, weil das ist einfach das Vernünftigste. Nur das Problem ist ja, und auch das ist ja bei uns gerne diskutiert, die Wärmepumpe muss dann die Wärme machen und die Heizung spielen, wenn die Sonne nicht scheint, ne, im Winterhalbjahr. Die berühmte saisonale Asynchronität. Das stimmt. Deswegen müssen Sie über Speicher nachdenken. Wir haben dann die normalen Speicher, also diese eher Saisonspeicher, Eisspeicher, Wasser, große Wasser, wo Sie ein bisschen was wegmachen können. Sie haben aber auch noch gleichzeitig im Tag die Tag-Nacht. Thematik. Ne? Strom wird im Tag produziert und oft dann in der Nacht oder am Abend gebraucht. Da ist viel Technologie und deswegen forschen wir als Vonovia. Es ist ja ganz komisch, dass so ein Wohnungsunternehmen Forschung macht. Wir weisen das auch aus. Wir machen also wirklich größere Millionenbeträge im Jahr für Forschung, um halt eben da voranzukommen, weil wir müssen eine Lösung haben. Letzte Frage zu dem Thema. Ja, wie ist da die staatliche Infrastruktur von der anderen Seite, der Sie da begegnen? Also ist genug Strom im Netz und ist genügend Verwaltungskapazität da, um die Wärmepumpen ja in Empfang zu nehmen, die Sie einbauen? Ja, das ist in der Tat ein Riesenproblem. Wir haben seit heute habe ich erfahren, dass man in Berlin nur pro Tag 2 Wärmepumpen anmelden darf. Wenn Sie sich überlegen, dass wir 1000 Gebäude oder 10.000 Gebäudekörper hier haben, da kann man ja ausrechnen, wie lange wir brauchen, bis wir die Wärmepumpen haben. Das Habecksche Ziel mit den 6 Millionen bis 2030. Wir sind ja gesetzlich verpflichtet. Ich weiß noch gar nicht, was sich passiert, wenn ich dann verklagt werde, weil ich nicht mehr als 2 Wärmepumpen. Also das sind so die Sachen. Wir haben wirklich noch eine ganze Reihe von Themen zu lösen. Und auch, klar, der Strom ist nicht da. Die Leitungen sind nicht da. Sie haben auch so Fälle wie, und das haben wir in Dortmund gelernt, der erste Hausflur kostet das Anschließen einer Wärmepumpen 2.000 Euro und im Hausflur daneben, also in dem Haus daneben, 100.000. Okay, weil Sie neue Trafo brauchen. Ja, weil dann kommt natürlich logischerweise, er wird in dem nächsten neues Trafohäuschen nochmal Leitung aufmachen, dann wird der Trafo alles auf diesen einen Hausflur geschüsselt. Jetzt erklären Sie das mal dem Mieter. Weil der muss das ja mit Umlage zahlen. Der Nachbar kriegt irgendwie ganz wenig Umlage und der andere kriegt dann irgendwie eine Umlage, wo jeder aus dem Fenster fällt. Da ist noch viel zu tun. Mhm. Ich würde gerne nochmal auf die soziale Nachhaltigkeit zurückkommen. Ja. Sie haben gerade gesagt, Nachbarschaft ist wichtig, dass es durchmischt ist, dass die Leute sich auch vielleicht irgendwie kennen, begegnen. Wie sieht denn das auch aus, wenn wir das hochskalieren auf neue Nachbarschaften, neue Quartiere? Also oft wird diesen Retortenvierteln vorgeworfen, dass die so anonym seien, dass da die Lebendigkeit fehlt. Kann man denn solche Quartiere so anlegen, dass die Menschen dort zueinander finden? Kann man das bauen? Und wenn ja, wie?
Ja, also wir haben ja die Erfahrung aus den Quartieren der 70er Jahre, die das nicht gut gemacht haben. Daraus muss man lernen. Ich glaube aber, bevor ich anfange, ans Bauen zu denken, die wesentliche Aufgabe eines Vermieters ist, sicherzustellen, dass die Hausflure ordentlich und richtig gemischt sind. Das ist unabhängig vom Bauen, sondern das liegt einfach daran, das ist die soziale Gesellschaft, also so ein Haus mit 8 Parteien, 10 Parteien im Hausflur, die leben halt eben irgendwie zusammen, auch wenn jeder seine eigene Wohnung hat. Und ich mache immer so ein bisschen spaßig, es ist ganz gut, wenn man unten rechts oder links eine ältere Dame hat, dann ist das Treppenhaus auf jeden Fall schon mal sauber geputzt. Dann können sie auch damit leben, dass ein paar Studenten oben im Spitzbogen wohnen. Und dazwischen würde man dann idealtypisch ein paar Familien mit Kindern unterbringen, weil das würde der älteren Dame oder auch dem älteren Herrn dann auch nochmal helfen, weil die freuen sich, dass dann nochmal ein paar Kinder vor dem Haus spielen. Und damit bekomme ich eine stabile kulturelle Integration. Und gerade in so, und das ist unsere Erfahrung, gerade in solche stabilen Verhältnisse können sie dann auch Menschen sehr gut integrieren, die gerade aus anderen Teilen dieser Welt kommen und halt eben erstmal die deutsche Mülltrennung lernen müssen. Und das kriegen wir als Vermieter nicht hin. Und das ist halt eben in einer gesunden Gesellschaft, in einer gesunden, durchmischten Gesellschaft im Hausflur. Wir reden ja oft über durchmischte Gesellschaften in Quartieren, aber wir brauchen die durchmischte Gesellschaft in Hausfluren. Und dann, das ist 1000-mal einfacher für uns, als wenn wir das alles mit unseren Hausmeistern versuchen zu organisieren. Aber glauben Sie wirklich, dass es im Alltag so praktikabel und lebbar? Ich habe neulich mit einer Architekturpsychologin gesprochen, die meinte, man sollte es eher entzerren, weil gerade ältere Menschen und junge Familien zum Beispiel auch ganz unterschiedliche Rhythmen haben, ganz unterschiedliche Lautstärke-Level, das kennen wir, glaube ich, alle. Also abends will das Kind schlafen, die Seniorin hat den Fernseher voll aufgedreht, morgens ist es genau andersrum, die Kinder lärmen, wenn sie zur Kita gehen, während die Seniorin noch schlafen will. Also wäre es nicht vielleicht besser, das tatsächlich eher ein bisschen zu entzerren? Ja, aber das war, glaube ich, ja teilweise mal der Ansatz. Und ich glaube, der Ansatz ist krachend gescheitert. Diese homogenen Themen funktionieren nicht. Also ein Hausflur nur mit Studenten, dann können sie das Haus gleich abschreiben. Höre ich da eine leichte Aversion gegen Studenten? Nein, ich bin ja selber Student gewesen. Das ist einfach eine Frage. Sie haben also die Ordnung in einer Gesellschaft, die ja auch in größeren Städten funktioniert, muss halt im Kleinsten auch funktionieren. Ich bin fest davon überzeugt, dass eine durchmischte Gesellschaft besser ist, auch im Hausflur. Dürfen Sie das einfach so bestimmen? Ja, hier kommen die Jungen rein und da kommt die alte Oma rein und hier kommt die Gehaltsklasse irgendwie bis 5.000 Euro und da bis 10.000 Euro. Also wir haben ja, Herr Fabricius, wir haben ja die Historie, in unserer alten Historie, mein Vorgänger bei der Deutschen Enniken hatte mal entschieden, alles outgesourced zu sourcen, insbesondere auch das Vermietungsgeschäft an Makler. Wir leiden heute noch unter den zusammengesetzten Hausfluren, weil wir natürlich einer, der nur schnell Umsatz machen will, auf diese Komposition nicht Rücksicht nimmt. Deswegen haben wir bei aller Digitalisierung die Vergabe der Wohnung am Ende ist Aufgabe einer Person. Und auch zu entscheiden, wer die Wohnung bekommt. Und natürlich dürfen wir jetzt nicht diskriminieren, aber wir haben schon eine Pflicht, in diese Komposition auch sauber zu gucken. Mhm. Es gibt auch bestimmte Kombinationen, die machen sie halt eben eher nicht. Also manchmal gibt es ja so Nationen, die sich einfach nicht so gut verstehen, weil die Nationen selber im Krieg gerade miteinander sind. Dann kann man das auch ganz gut vermeiden. Also ich glaube schon, dass man sehr viel Gespür braucht, um diese sozialen Zusammenhänge richtig zusammenzusetzen. Das ist eine Uraufgabe eines Vermieters. Und auch sehr eigennützig, weil stabile Situationen sind deutlich wertbeständiger als nicht stabile. Wir hatten anfangs über das Platzproblem gesprochen. Das stellt sich natürlich auch, wenn wir über Neubau nachdenken. Wie halten Sie es denn? Also wo schaffen wir diesen dringend benötigten Wohnraum? Geht es eher in Richtung Nachverdichtung um jeden Preis? Oder sagen Sie, wir brauchen auch die Großbausiedlungen auf der grünen Wiese? Also ich glaube, erstmal ist es natürlich das Aufstocken von Gebäuden und die Nachverdichtung, das ist, glaube ich, ein Muss. Und wenn man jetzt gerade hier in Berlin sich das anschaut, ich war letzte Woche bei Kevin Kühnert im Willy-Brandt-Haus und wenn Sie da aus dem rausgucken, sehen Sie ein verrottetes Parkdeck. So, und das ist ein Riesenparkdeck. Und ich sag mal, daneben stehen Hochhäuser. Und dass man da mal ein Hochhaus hinbaut, wo das verrottete Parkdeck steht, das wäre, glaube ich, einfach eine wirklich gute Idee. Und da, klar, da sind mittlerweile auch ein paar Büsche, die ranken so aus dem Parkdeck raus. Aber ich glaube, ökologischer Mehrwert bringt diese Betonwüste nicht wirklich. Und ich glaube, das ist also wirklich wichtig, dass wir die Städte zielgerichtet und vernünftig nachverdichten. Das gehört auch zu, noch mal ein bisschen aufzustocken, wenn das dann geht. Aber in bestimmten Städten wird es nicht vermeidbar sein, auch nochmal Siedlungen vor die Städte zu machen. Und wichtig ist, dass wir halt eben aus den Erfahrungen der 70er Jahre lernen, wo wir das ja auch schon mal gemacht haben. Die müssen wir halt eben heute anders bauen,
anders gestalten und auch nicht so homogen. Also wir haben ja die Siedlung war ja, wir haben ja dann sozusagen eine Westplatte und eine Ostplatte gehabt, die wir schön hintereinander gestellt haben. Ich glaube, das kann man heute besser. Auch dieses Thema ist ja ein heiß diskutiertes Nachhaltigkeitsthema. Ne? Die Stadterweiterung, also mehr Versiegelung am Stadtrand. Da gibt es ja Leute, also etliche NGOs, mittlerweile sogar Architekten, die sagen, Neubau ist erstmal per se böse. Wir sollten eigentlich gar nicht mehr neu bauen. Und wenn am Stadtrand, dann ist die Versiegelung böse. Wir müssen für Ausgleich sorgen. Kommen wir da irgendwo in so einen, ja, in einen unerfüllbaren Anspruch, was das angeht? Ja, am Ende des Tages ist es ja eine Frage, was ist jetzt wichtiger? Ne? Die Menschen wollen leben in Wohnungen und jetzt können wir sagen, das wollen wir nicht. Ihr müsst irgendwie außerhalb der Wohnungen leben. Die sollen halt in die leeren Wohnungen auf dem Land. Ja, in Sachsen-Anhalt ist Leerstand. Wir kommen vorhin in die gleiche Frage, die Sie vorhin schon mal gestellt haben. Wollen wir jetzt den Leuten vorschreiben, dass man, wenn man in Berlin arbeitet, in der Eifel wohnt? Ist auch nicht wirklich so richtig eine gute Lösung. Und wir sehen ja in den großen Städten mittlerweile, dass das Umland genauso voll ist wie die Stadt selber. Es gibt eine schöne Grafik, wo eingefärbt ist Deutschland in unterschiedlichen Farben, Wohnungsnot versus Wohnungsüberangebot. Und ich habe mir die extra bei mir ins Büro als Bild machen lassen, weil von 21 auf 23 ist Deutschland großflächig rot geworden. Es gibt nur noch ein paar Felder, die es war rot, ist Wohnungsnot. Das heißt, das ist dramatisch, in welcher kurzen Zeit das ist. Und wenn man in dieser Zeit diskutiert, wir wollen jetzt keine Wohnungen bauen, wo Menschen zu uns kommen, wo sollen die denn leben? Und insofern, glaube ich, gibt es dazu eigentlich keine Alternative. Und wir müssen uns nur eher Gedanken machen. Ich glaube, Sie haben ja schon mal einen Podcast gemacht über Tiny-Häuser. Also natürlich die Frage stellen, wie können wir kleiner bauen, wie können wir kompakter bauen? Brauchen die Menschen immer diese großen Flächen? Also Flächenverbrauch einsparen ist sicher eine vernünftige Maßnahme. Nicht nur aus Umwelt-, sondern auch aus Kostengründen. Aber irgendwie den Menschen das Recht auf eine Wohnung abzusprechen, halte ich für verwegen. Jetzt kommen wir wieder zu der Zwangsbewirtschaftung von Wohnraum. Also wie gesagt, die Diskussion ist da und sie ist groß. Und ja, es ist vielleicht auch ein bisschen so eine Glaubensfrage fast schon. Neubau ist jetzt noch ein Stichwort. Meine Vonovia-Frage. Baut Vonovia oder werden Sie bald wieder neue Wohnungen planen? Bauen machen Sie ja. Sie haben ja Fertigstellungen noch aus der alten Projektpipeline. Letztes Jahr 2600, dieses Jahr gibt es noch ein paar Fertigstellungen. Was muss passieren, dass Vonovia wieder neue Projekte in Angriff nimmt? Also wir planen ja weiter, wir schaffen weiter Baurecht. Also wir sind sozusagen in den Bauanträgen, da sind wir immer mit dabei, also die Zahl. Im Moment ist es ganz einfach, die Rechnung haben wir schon oft besprochen. 5000 Euro Baukosten führen zu roundabout 20 Euro Miete. Wenn man nur seine Fremdkapitalkosten, also nur die Fremdkapitalverzinsung nimmt. Und ich glaube nicht, dass es in Berlin sinnvoll ist, Wohnungen zu bauen, die 20 Euro Miete brauchen. Dann lassen wir das Grundstück so lange liegen, bis es wieder geht. Also entweder die Baukosten runterkommen oder aber die Mieten entsprechend 20 nicht mehr so schlimm ist, weil die Inflation das Thema weggefressen hat oder wir halt eben entsprechende andere Lösungen haben. Lassen Sie mich nur noch vielleicht eins sagen. Ich wohne in Bochum selber in einer Wohnung, die ist relativ neu, die ist vor 10 Jahren gebaut worden. Und ich lebe da gut drin. Das ist echt eine tolle Wohnung. Aber dieses Haus würde heute nicht mehr baubar sein. Also dieses Haus, was ich heute bauen würde, würde gegen alle Regeln verstoßen. Lärmschutz, Umweltschutz, alles. Das ist echt ein tolles Haus. Und ich glaube, wir sollten uns nochmal Gedanken machen dazu, dass wir vielleicht doch mal uns überlegen, ob die Forderungen, die wir so alle haben, notwendig sind. Denn die machen das, den Spruch von 3.000 und 5.000 Euro aus. Einfacher bauen ist auch ein Stichwort. Ne? Man kann auch nachhaltiger bauen, indem man einfacher baut und weniger Material verwendet. Also wir haben bauen ja mittlerweile Wohnmaschinen. Wenn Sie anschauen, was wir an Technik in so eine Wohnung reinbauen, dann ist das ja nicht mehr viel unterschiedlich als der Verbrennungsmotor. Wann können wir denn das erste Vonovia Tiny House besichtigen? Die Tiny-Häuser sind, glaube ich, zum Vermieten nicht unbedingt unser wesentliches Thema. Aber ich glaube, es ist trotzdem ein nettes Konzept. Lassen Sie uns doch zum Schluss noch einen Blick in Ihre Glaskugel werfen. Wie sieht denn so, wenn Sie in Gedanken durch das Vonovia-Stadtquartier in 50 Jahren laufen, wie sieht das denn so aus? Ich werde in 50 Jahren leider nicht mehr da durchlaufen wahrscheinlich. Aber Sie müssen dafür planen. Ich werde dafür planen. Ich glaube, die Vision ist so, dass wir de facto ja heute schon eigentlich der Energieversorger sind. Also sozusagen, wir vermieten dann nicht nur Wohnraum, sondern vermieten letztlich komplette Lebenswelten. Also Energie, Wärme, Fernseh gibt's ja heute auch schon von uns. Und ich glaube, dass wir so Themen wie, wir haben ja neulich gesehen, Supermärkte, wo keine Menschen mehr sitzen, also wo man dann einkauft. Ich glaube, wir werden uns verstehen als Organisator und Manager eines Quartiers.
mit allen Themen. Und dann wird vielleicht noch die Hälfte unseres Umsatzes Mietumsatz sein und der andere Rest wird Umsatz sein, den die Mieter halt eben bei uns in anderen Leben ausmachen. Wir machen zum Beispiel im Moment gerade Fahrradverleih. Das ist ein cooles Produkt, weil dann brauchen die Leute vielleicht weniger Autos. Wir haben in bestimmten Siedlungen Elektroautos. Das sind aber erst die Anfänge. Also wir kommen eigentlich gedanklich, müssen wir uns überlegen, was brauchen die Menschen? Was können wir bedienen? Was können wir liefern? Wir hatten auch mal die Idee, dass wir sagen, zum Beispiel für die älteren Leute auch gleich den ganzen Pflegebetrieb zu betreiben. Das hat nicht so gut geklappt. Man muss immer auch schauen, wo ist dann die Grenze der Leistbarkeit? Also was können wir und was können wir nicht? Elektroautos vermieten können wir, Fahrräder vermieten können wir auch. Und Strom und produzieren Energie können wir auch. Im Moment sind wir noch nicht so weit, dass wir Pflege machen. Da haben wir die Johanniter eher als Partner. Aber de facto organisiert werden muss es auch. Ich würde sagen, bis hierhin erstmal vielen Dank. Wir versuchen so ein bisschen in der Zeit zu bleiben. Deswegen so ein kleiner Abbruch. Und mir ist auch wichtig, wirklich mal hier das Versprechen einzulösen. Wenn jetzt hier im Laufe dieses Gesprächs Fragen aufgekommen sein sollten und Sie sich die gemerkt haben, dann bitte einmal kurz die Hand heben. Hier ist ein ziemlich kompetenter Ansprechpartner, was Vermietung angeht und Nachhaltigkeit im Gebäudebestand. Da hinten ist eine Frage, die kommt sogar mit in den Podcast. Gastauftritt. Verena Greichen vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Es gibt ja auch noch weitere Möglichkeiten, neuen Wohnraum zu schaffen, außer neue Flächen zu versiegeln. Bauen Sie dann auch über Supermärkten, die nur einetagig sind, oder bauen Sie Dachgeschosse aus? Was tun Sie da, um den Flächenverbrauch zu reduzieren? Ja, ich hatte es ja vorhin gesagt. Ich glaube auch, die präferierte Version ist tatsächlich das Aufstocken von Gebäuden, also das Dachgeschoss. Oft macht man dann das Dach weg und setzt eine ganze Etage drauf, weil das dann, es gibt ja noch Draufhöhlenverordnungen in Deutschland, wo man dann halt eben einfach nicht höher darf. Aber so ein Spitzdach in ein Flachdach umzuwandeln ist ganz vernünftig. Dann kann man auch besser noch eine Photovoltaikanlage drauf machen. Das ist sicher auch die präferierte Version. Also bitte mich nicht falsch verstehen. Die Siedlung ist mehr eine Notlösung, wenn man mit den anderen Themen nicht zurechtkommt. Und es gibt natürlich auch noch das Thema, und das ist leider ein bisschen schwieriger, das muss man auch differenzierter sehen. Man kann natürlich die ganzen Shoppingcenter, die nicht mehr gebraucht werden, weil der Versandhandel ist, tatsächlich umbauen. Nur de facto ist es leider so, dass man das dann allgemein abreißen muss und neu bauen muss, weil man halt eben die Stränge in den Shopping, also Abwasserstränge in den Shoppingcentern nicht hat und auch die Höhen in den Shoppingcentern anders sind. Insofern die Idee, Shoppingcenter abzureißen, ist richtig. Shoppingcenter umzubauen, ist einfach schwierig. Und nicht ökonomisch und nicht ökologisch auch nicht, weil wenn ich zu hohe Raumhöhen habe, verbrauche ich zu viel Wohnraum. Frage beantwortet, hoffe ich. Sieht so ein bisschen so aus. Gibt es Aber in dem Zusammenhang ist es wichtig, das machen wir übrigens relativ viel, dass wir in den Siedlungen auch, wir arbeiten da sehr mit dem NABU zusammen, also sozusagen auch Ökosysteme denken. Sie haben auch Tierhabitate. Ja, das ist auch wichtig, weil erstens mal ist die Lebensqualität für die Menschen besser und für die Welt ist es auch besser. Aber es ist auch wirklich, die Mieter finden das viel besser. Also ich brauche halt nicht mehr diesen grünen englischen Rasen, der totgemäht ist, sondern so eine schöne Blumenwiese, wenn sie ordentlich gepflegt ist. Da kommen wir jetzt in die nächste große Kulturdiskussion, der grüne Rasen. Da können wir noch eine extra Podcast-Folge draus machen, glaube ich, Celine, oder? Über die nachhaltige Gartenbewirtschaftung und Grünfeldbewirtschaftung um die Wohnung drumherum. Ich würde sagen, das war unser erster Live-Podcast von der Better Future Konferenz. Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Zuschauern, bei unseren Zuhörern hier vor Ort, draußen an den Geräten natürlich auch. Und ein ganz besonderer Dank geht an Rolf Buch. Und herzlichen Dank, dass ich bei der Premiere dabei sein durfte. Ja, dann noch der wichtige Regiehinweis. Ja, unseren Podcast, den kann man immer dienstags hören mit einer neuen Folge. Und auf Welt Plus und Apple Podcasts gibt es den immer eine Woche früher. Also Rolf Buch hört man jetzt sofort und free erst in 2 Wochen. Also lohnt sich. Und ja, wir nehmen auch gerne Feedback und Fragen entgegen, wie immer unter der E-Mail-Adresse 2zkb@welt.de. Und ja, da kann man sich auch gerne mal selbst als Gast jetzt vorschlagen, wo wir uns so gut eingegroovt haben. Bitte schön. Genau, also wir verlosen einen Gastauftritt unter den 10 ersten Einsendungen. Herzlichen Dank nochmal. Auch Ihnen vielen Dank.